Hi, what's up my fellow Fitness Freaks und willkommen zu einem weiteren kurz und knackig Workout. Diesmal ist es nicht so ein richtiges Workout, es ist Stretching. Wir machen ein kurzes knackiges Stretching, 10 bis 15 Minuten, wie diese Videos hier immer sind gerade, also die Serie. Und lasst uns direkt einmal anfangen. Und zwar fangen wir an, wie könnte es anders sein, ich liebe es, in der Liegestützposition. Hände sind unter den Schultern oder Handgelenke unter den Schultern. Po nicht hier oben und nicht hier unten. Alles ist schön angespannt. Die Füße können gerne ein bisschen auseinander sein. Und von hier bewegen wir uns dann in diesen herabblickenden Hund. Im Idealfall sind unsere Fersen auf dem Boden und die Beine gerade. Aber wenn das eine oder das andere oder beides nicht geht, ist es auch okay, die Beine ein bisschen geknickt zu haben, die Fersen nicht auf dem Boden zu haben. Ne? Das ist jetzt nicht so hart, nicht so schlimm. Und zurück in die Liegestützposition. Kurz hier bleiben und wieder in den herabblickenden Hund. Und wir können hier zum Beispiel mal schauen, ob wir uns jedes Mal so ein bisschen weiter nach unten pressen können, die Fersen vielleicht ein bisschen näher an den Boden bekommen oder die Beine ein bisschen gerader machen können, wenn die nicht gerade sind. Dafür machen wir diese dynamischen Stretches, wo wir dann quasi von einer Figur oder einer Position uns immer in die andere bewegen. Bei jeder Bewegung oder immer wenn man die Pose wieder wechselt, kommt man eigentlich noch ein bisschen besser in die andere Pose rein. Na, weil man die Muskeln lockert, die Bänder. Und nochmal hier zurück. Und nochmal. Dann ein bisschen hier bleiben, kurz in diesem herabblickenden Hund. Das ein bisschen genießen, dies. Fühlen, wie sich die Unterschenkel, wie die Unterschenkel gestretcht werden. Diesen Stretch in den Schultern spüren. Und bei der Übung ist übrigens so eine gute rutschfeste Matte super wichtig. Wenn man eine Matte hat, die so wegrutscht, dann ist das super anstrengend, die Figur zu halten. Wenn man aber eine Matte hat, auf der man sich wirklich gut halten kann, auf der man guten Grip hat, dann ist das viel leichter. Also da lohnt sich wirklich ein bisschen was in eine Matte zu investieren. Okay. So, jetzt wieder in die Liegestützposition kommen. Und jetzt ein Bein nach vorne bringen. Ist eigentlich ganz egal welches. Ich fange hier mit meinem linken Bein an, dass wir in so einem Lunge sind, nennt man das auf Englisch. Und ein bisschen hoch und runter wippen. Und ihr könnt auch hinten das Bein so ein bisschen, den Fuß so ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegen, dass da so ein bisschen Bewegung drin ist. Vielleicht auch so ein bisschen kreisen. Nochmal wippen. Dann den Fuß nach hinten bringen, den anderen nach vorne bringen. Und hier das gleiche Spiel, so ein bisschen hoch und runter wippen, nach vorne und nach hinten, ein bisschen drehen und den Fuß wieder nach hinten bringen, den anderen wieder nach vorne. Diesmal bringen wir das Knie auf den Boden und pressen das Bein so ein bisschen in den Boden, das Bein vorne kann so ein bisschen zur Seite gehen, das kann so ein bisschen sich rausdrehen, da können wir so ein bisschen auf die Seite vom Fuß kommen. Das mal kurz genießen. Dann hier wieder hoch mit dem Bein nach hinten, mit dem Bein, was eben vorne war, und das andere Bein nach vorne bringen. Und das gleiche Spiel dann hier auf das Knie kommen, das Bein so ein bisschen in den Boden pressen und das vordere Bein so ein bisschen nach draußen rollen lassen. Ein bisschen die Hüfte öffnen dabei. Da kann man auch so ein bisschen hin und her shiften, würde ich mal sagen, ein bisschen hin und her sich bewegen. Okay, dann das Bein wieder nach hinten bringen, wieder das andere nach vorne bringen, das Knie wieder auf den Boden und diesmal greifen wir mit der gegenüberliegenden Hand den gegenüberliegenden Fuß, also mit der linken Hand den rechten Fuß oder mit der rechten Hand den linken Fuß. Und ziehen den Fuß so ein bisschen zu uns ran und das Bein so ein bisschen von uns weg. Okay. Und wieder hoch. Das Bein nach hinten, das andere Bein nach vorne. Gleiches Spiel hier. Knie runter, Hand nach hinten und den Fuß greifen zu uns ziehen, während wir das Bein so ein bisschen wegziehen. Okay.
So, dann wieder in die Liegestützposition kommen. Nochmal in den herabblickenden Hund und in die Liegestützposition. Dass wir uns quasi hier wieder so ein bisschen hin und her bewegen. Und das sollte jetzt schon einfacher sein als beim ersten Mal, weil wir jetzt ein bisschen gelockert, aufgewärmt und gestretched sind. Okay, so, dann jetzt nochmal in die Liegestützposition und dann könnt ihr gerne einmal auf den Boden kommen. So, das nächste, was wir machen, wir bringen quasi hier einmal so einen 90-Grad-Winkel hier beim Knie, hier einen 90-Grad-Winkel zwischen den beiden Beinen und hier auch wieder einen 90-Grad-Winkel. Na, dass wir so eine Position quasi haben, drehen uns zu dem vorderen Bein, können die Hände hier, wenn es geht, ablegen und dann sollten wir hier einen schönen Stretch in den Beinen spüren. Und wenn man kann, kann man gerne weiter runterkommen auf die Unterarme und die Brust hier auf das Bein, auf dem vorderen Bein ablegen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, den Timer anzumachen. Deswegen hoffe ich, dass das Video tatsächlich so lang sein wird, wie ich geplant habe. Aber wenn es halt ein bisschen kürzer oder länger ist, dann ist das halt so. Und lass uns wieder hochkommen und das Ganze in die andere Richtung machen. 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad. Wir drehen uns zu diesem Bein hin, beugen uns ein bisschen nach vorne, versuchen dabei einen geraden Rücken zu behalten. Übrigens hatte ich eben nicht gesagt. Und fühlen einen schönen Stretch im Side Booty, also am Po, ein bisschen an der Seite. Und wer kann, gerne auf die Unterarme runterkommen. Okay, dann nach oben kommen, setzen wir uns einmal bequem hin, nehmen einmal hier die Finger, bringen die so ineinander und machen einen runden Rücken. Da können wir gerne noch einmal von der einen Seite zur anderen so bewegen und dann intensiviert sich der Stretch immer auf der einen Schulter. Und einmal die Arme nach oben bringen. Und zur Seite, dass wir unsere Seite so ein bisschen stretchen. Und wieder zur Mitte. Und zur anderen Seite. Und dann könnt ihr jetzt einmal die Arme hinterm Rücken oder die Finger hinterm Rücken so ineinander bringen. Und nach oben ziehen die Schulterblätter, die Arme, dass ihr da nochmal einen schönen Stretch in den Schultern spüren. Gerne könnt ihr euch auch ein bisschen nach vorne lehnen, so weit wie es geht. Dann auch hier gerne ein bisschen von einer Seite zur anderen bewegen. Und wieder hochkommen. Dann machen wir jetzt einmal so einen ganz einfachen Forward Full Stretch. Also einmal die Arme hochnehmen, einatmen. Und wenn wir ausatmen, mit geradem Rücken nach vorne kommen. Und wenn es geht, die Füße packen, greifen. Wenn nicht, dann sind wir hier. Das ist auch okay. Aber achtet darauf, dass der Rücken möglichst gerade ist. Nochmal nach oben kommen, nochmal einatmen und beim Ausatmen wieder nach vorne kommen. Und noch einmal einatmen und ausatmen und runter. Und jetzt könnt ihr gerne einmal kurzen, runden Rücken machen und so tief runtergehen, wie es geht. Die Füße könnt ihr gerne strecken oder im Flex haben, ganz wie ihr wollt. Ich hoffe, man hat mich noch verstanden, weil ich gerade in meine Knie gesprochen habe. Und dann einmal lösen, nach oben kommen, nochmal hier in so einen Vierfüßlerstand kommen. Und dann machen wir einmal so eine so Katze-Kuh, also einmal atmen wir ein, beugen den Rücken, blicken nach oben und dann wir ausatmen. Machen wir einen runden Rücken.
Und wieder einatmen. Und den Rücken krümmen. Und wieder ausatmen. Und den Rücken nach oben krümmen, in die andere Richtung quasi. So, und unsere letzte Übung kann vielleicht nicht jeder von euch. Da versuchen wir uns einmal so hoch zu pressen, aber auf dem Spann bleiben. Also wir gehen nicht auf die Zehenspitzen, sondern wir bleiben so auf dem Spann und pressen das nach oben. Und vielleicht können wir uns ein bisschen sogar in Downward Dog dann reinbewegen, dass wir den Fußspann ein bisschen mehr stretchen. Oder hier unten. So. Und dann einmal runter. Die Füße kurz so knicken. Entspannen. Und noch einmal auf den Fußspann nach oben drücken. Sowas macht man nämlich viel zu wenig. So, dann runterkommen. Und das war mein kurz und knackig Stretching-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Workout. Und habt eine tolle Woche. Und ja, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren.